Shalom und herzlich willkommen zurück zu The Night of the Rabbit. In der letzten Folge haben wir diesen vermaledeiten Kobold hin und her gejagt, haben es endlich geschafft, das gestohlene Werkzeug zurückzubringen. Und nun sind wir aktuell in Anjas Café und wollten mal einen Schnack mit dem Maulwurf halten. Aber ich habe gerade dieses Käserad entdeckt. Da hängt ein Zettel. Dieses Käserad hat einer unserer Gäste liegen gelassen. Da es seit 3 Jahren vergeblich auf Abholung wartet, dürfen sich nun alle Gäste kostenlos bedienen. Liebste Grüße, Anja. Kostenlos? Das ist gut. Super. Oh Mann, der Käse ist steinhart. Er soll mich dann ganz klein bisschen an Monkey Island 3, falls es auch jemand gespielt hat. Das hat doch mal geklappt. Ja, exakt wie bei Monkey Island 3. Aber gut, das ist ein anderes Spiel. Ein würziges, aber hartes Stück Käse. Riecht käsig. Oh, das hat Käse so an sich. Aber na gut, wir wollten mit dem Maulwurf sprechen, nicht vergessen. Ganz wichtig. Hallo. Tag, mein Freund. Moment, Ihre Stimme kenne ich doch. Ludwig Gräber, der Name. Fellesumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen. Maulwurf am Mittag. Und Maulwurf am Abend. Stimmt. Ich habe sie schon mal im Radio gehört. Ja, leider ist der Sumpfweg immer noch überschwemmt. Dabei würde ich so gerne wieder auf See gehen. Ich sende nämlich aus dem Sumpf, seit die Krähen meinen alten Sender zerpflückt haben. Interessant. Sie sind also Radiomoderator? Ja, leider ist der Sumpfweg immer noch überschwemmt. Dabei würde ich so gerne wieder auf Sendung gehen. Ich sende nämlich aus dem Sumpf, seit die Krähen meinen Ich glaube, das hast Sender du bereits erwähnt. Welle Sumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen. Maulwurf am Mittag. Maulwurf am Abend oder so. Ich frage auch mal das. Gibt es Hoffnung, dass Sie bald wieder auf Sendung gehen? Mit all der Nässe, die im Sumpf in meinen Sender zieht? Niemals. Jemand könnte sich über meine feuchte Aussprache beschweren. Was? Aber Ihre Fans? Über meine wässrigen Witze. Wie werden Sie den Fans erklären, dass Sie aufhören? Mit feuchten Augen. Weil alles überflutet ist, nicht wahr? Nein, weil es wirklich traurig ist. Oh, Sie können doch nicht einfach aufgeben. Mach ich auch nicht. Knack dir eine Nusshörnchen. Wie die Jugend heute sagt. Nein. Um mich dazu zu bringen, meinen Sendebetrieb einzustellen, müsste man mir Arme, Beine, Mund und Bauchnabel zukleben. Bauchnabel? Ha. Interessant ist aber auf jeden Fall. Ich wollte auch immer mal zum Radio. Das ist die richtige Entscheidung. Wenn du mit mir zusammen moderieren willst, solltest du pfiffig? Ja, versuch einfach mal mir eine Vorlage zu geben, die ich gekonnt. Ja? Was soll ich denn sagen? Was Lustiges. Ah, okay. Also, warum überquert das Huhn die Straße? Das wird nichts. Der Witz kommt hier in Mausfalz sehr schlecht an. Vertrau mir. Okay. Versuch mal, was Passendes für unser Publikum aufzutreiben. Dann probieren wir es nochmal. Okay, warum nicht? Aber ich muss dann mal weiter. Auf bald und denk dran. Welle Sumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen. Maulwurf am Mittag. Und Maulwurf am Abend. Ja, das sagtest du bereits. Schauen wir uns mal an, was hier noch alles Schönes rumsteht. Ulrichs Schlummertrunk. Baldriantropfen. Da steht, ein Fläschchen kostet einen Laubtaler. Ich habe keinen Laubtaler. Nicht einen einzigen. Ach du je. Was ist das für ein Bild? Okay. Okay. Hätte der alte Uli jetzt gesagt. Wer ist denn der alte Uli? Ach, ein lieber Freund von mir.
Siehst du das Bild hier auf dem Tresen? Ah. Ihm gehört diese kleine Kräuterapotheke. Ich verstehe. Also ist er gerade unterwegs und holt neue Kräuter. Er ist auf einem Abenteuer und wird ziemlich lange weg sein. Oh. Ah, da hätte ich fast was vergessen, Apfelbäckchen. Einer von Ullis gesunden, zuckerfreien Dauerlutschern für dich. Oh, Junge. Zuckerfrei? Ich habe Ullis Kräuter auch in einige Teilchen gebacken. Stellte sich aber heraus, dass die so auch niemand wollte. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wusste ich doch, dass du Ullis Kräuter zu schätzen weißt. Nimm. Yeah. Die sind jetzt schon etwas trocken, aber... Ich nehme sie doch gerne, die Kräuter. Viel Spaß beim Lolli-Schlecken und Kuchenknabbern, Zimtsternchen. Süß. Was hat sie mir jetzt gegeben? Sehr trockenes Napfküchlein. Das muss nicht mit harten Kuchen beworfen werden. Aha. Das soll sehr gesund gewesen sein. Damals, bevor es versteinert ist. Das wäre Lolli-Verschwendung. Zuckerfrei. Wer unter 18 will denn sowas? Wahre Worte, wahre Worte. Nein. Interessant ist auf jeden Fall schon mal, dass wir den Kuchen anscheinend werfen können. Nun ja. Da hängt ein Schild. Dachterrasse gesperrt. Oh. Gefahr der Entführung durch Krähen. Ah, die bösen, bösen Krähen. Das klingt nicht gut. Denken Sie dran, es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen. Das ist richtig, ja. Ein Fass mit gesunden Küchlein. Irgendwas spielt hier nicht. Ein ganzes Fass voll mit kleinen Kuchen. Und niemand da, der sie isst. Das ist schon komisch, ja. Seltsam, was? Diese Napfküchlein sind Ullis Lieblingskuchen. Mit Kräutern aus seiner Apotheke. Probier mal. Komm schon. Nur mal dran knabbern. Tut mir leid, aber ich möchte lieber nicht Labormaus für die Napfküchlein sein. Labormaus? Ist das ein Wissenschaftler dort, wo du herkommst? Nein. Das sind... Ja. Nicht so wichtig. Jupp. Ich habe das Gefühl, dass es nicht so gut wäre, wenn wir das jetzt genau hier erzählen. Das bringt nichts. Vielleicht können wir das Küchlein ja ein bisschen... Das muss nicht mit harten Kuchen beworfen werden. Okay. Vielleicht das harte Stück Käse einweichen. Nein. Oder auch nicht. Haben wir was um vielleicht Wasser? Nicht wirklich. Den Schlüssel lasse ich besser hängen. Ich will Magier werden und kein Schlüsseldieb. Das ist vernünftig, Jerry Haselnuss. Wird man bestimmt zu 1000 Runden im Laufrad verurteilt. Yeah. Da steht, Kaffee, kostenlos. Aber bitte, bitte probieren Sie auch unsere Napfkuchen. Okay. Einmal heißer Kaffee. Das klappt so nicht. Ich denke mal, ich brauche noch ein Gefäß dafür, welches ich nicht habe. Die Tür ist jetzt offen. Ja. Oh. Hey, du! Das ist Privatbesitz! Raus aus dem Garten! Oh. Okay. Es wäre ja auch zu schön gewesen. Ich glaube, hier können wir jetzt nicht mehr viel großartig machen. Es ist aus. Schade. Kein Empfang. Ja gut, der Sumpf ist ja auch ein bisschen überflutet. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal die Napfküchlein bei Anja bestellt. Tür zu. Kann ich vielleicht wieder vor das Stadttor gehen oder darf ich noch nicht raus? Oh, doch, super, das klappt. Ach. Das ist ja interessant. Ich dachte,
Ah. Ich hatte nicht gedacht, dass ich hier rauskomme. Hey, wer bist du? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Quatsch. Der ist hier doch vorhin schon durchgelaufen. Ich wollte gerade sagen. Ja, zusammen mit einem Hasen mit stechenden roten Augen. Also an den erinnere ich mich. Ich bin Jerry Haselnuss, Magier in Ausbildung. Magier? Deinem Freund mit den roten Augen hätte ich das ja noch abgenommen. Bäh. Wieso muss ich eigentlich hier draußen Wache stehen, während du Spaß haben darfst? Sehr gute Frage. Noch eine Statue. Sieht aus, als ob diese Steinäuglein schon viel gesehen haben. Mit Sicherheit, ja. Hallo. Willkommen im Mauswald, Neuankömmling. Dein Freund mit den roten Augen kam mir irgendwie bekannt vor. Ist ja auch der Marquis. Hier ein gut gemeinter Rat von mir für euch. Bleibt lieber in der Stadt. Die Krähen kreisen heute niedrig über dem Wald. Immer wieder diese Krähen. Aber ich würde mich trotzdem gerne einmal umschauen. Da steht, zum Farbbau. Wie seltsam. Bei uns heißt der genauso. Wer hätte das gedacht? Was haben wir denn eigentlich noch Schönes? So, ich werde mal den Weg durchs Gras nehmen, indem ich mir die halb verdeckte Statue angeschaut habe. Oder halb versteckte Statue. Diese Statue sieht aus wie eine Maus. Wie eine mürrische Stadtwache. Bei so einem Gegenüber fühlt man sich selbst doch gleich viel fröhlicher. Da haben die Stadtwachen ja immer gute Gesellschaft. Durchaus. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Okay, kann man hier irgendwas... Oh, ein Eichhörnchen. Oh, dich gibt es auch in Mauswald. Wie ulkig. Auch wie schon. Eine hier gar nicht so kleine. Ist die kleine Hasenstatue gar nicht so klein. Tatsache, ja. Schauen wir uns mal die Mauer an. Mit Jerry nicht so träge. Hier gibt es auch eine Eulenmauer. Wie bei mir zu Hause. Ah ja, es ist ja quasi eine Parallelwelt. Und so. Dich kenne ich doch. Oder zumindest jemanden, der genauso faul ist wie du. Ich gehe mal zurück zum Portalbaum. Vielleicht finde ich ja da irgendwas Schönes. Was Spannendes. Und was zum Spielen. Vielleicht auch mit Schokolade. Ach, gucke mal, ein Spinnennetz. Eine merkwürdige Kristallstatue im Tümpel unter Spinnennetz. Dann schauen wir nochmal für da Feines heraus. Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Hm. Und eine Art von Bernstein-Ding. Ich höre einen feinen Ton. Ganz, ganz leise. Als ob man leicht gegen ein Glas geschnipst hat. So eine Statue haben wir doch auch in Mauswald direkt. Der ist viel, viel tiefer als bei uns zu Hause. Zum Glück habe ich mein Seepferdchenabzeichen schon gemacht. Ich habe es aber nicht unbedingt vor, da reinzufallen. Oh, ho, ho, ho. Das ist eine dicke Spinne. Mein lieber Scholli. Solange sie da drin sitzt, darf sie ihr schönes, stabiles Spinnennetz behalten. Wer hätte gedacht, dass der alte Pfadbaum so etwas kann? Pfadbaum. Vielleicht wusste wirklich früher jemand von dem Portal. Das ist durchaus möglich, ja. Können wir vielleicht die Spinne mit dem Napfküchlein locken? Ich will die Spinne nicht sauer machen. Und wenn das Netz kaputt ist, nützt es niemanden mehr. Das stimmt allerdings, ja. Das muss nicht mit harten Kuchen beworfen werden. Okay, aber das vielleicht. Das muss nicht mit harten Kuchen beworfen werden. Aber den Tümpel damit. Das muss nicht mit harten Kuchen beworfen werden. Was ist das hier unten eigentlich, was jetzt so lustig glitzert? Aber ich kann das auch gar nicht anklicken. Ha. Ich gehe mal wieder zurück. Zurück nach Mauswald.
Und dann gehen wir mal hier lang zu den nächsten drei Fragezeichen. Oh. Ich hab vielleicht Hunger. Wer bist du denn? Ach, Humbert. Nachtisch ist immer am besten, vor dem Hauptgang ist. Das auf jeden Fall, ja. Ist noch ein Hauptgang. Brücke. Fahrt durch die Felder. Ja, zu dir komme ich gleich. Da steht etwas auf dem Stein daneben. Miteinander sprechen, miteinander handeln, miteinander leben. Im Gedenken an das regelmäßige Treffen am Bach zur Beilegung eventueller Differenzen zwischen Mäusen und Eichhörnchen und anderen Bewohnern des Waldes. Andere Bewohner? Dazu würde ich bestimmt auch zählen, wenn ich hier wohnen würde. Mit Sicherheit, ja. Hallo, Humbert. Halt, der schreitet dort. Was für ein hässliches Wiesel bist du hier? Ich müsste hier kurz mal durch. Kurz mal durch? Witzig. Was ist denn das Problem? Kein Problem. Dann zahl mal 500 Bautaler. Jetzt. So viel kostet es, wenn man hier über die Kaltwasserbachbrücke will. Baut. Meinst du Maut? Nein, ich meine Baut. Überlass das Reden denen, die es wirklich können. Manchmal glaube ich, dass dann fast alle ruhig sein müssen. Alle außer mir, das ist wahr. Und vielleicht meine Mausesitterin Anja. Sie sagt, ganz bestimmt, ja. Sie ist ein äußerst begabtes Kind. Sie ist noch einigermaßen auszuhalten. Fast. Aber wie sollen wir denn verhandeln, wenn ich nicht reden soll? Huhu. 300 Lauftaler. 300 Lauftaler? Nun gut. Du gehörst doch sicher den offiziellen Behörden an. Gibt es denn einen Zauberlehrlingsrabatt? Normalerweise bekommen Zauberlehrlinge Unterstützung. Ich muss aus schulischen Gründen über die Brücke. Rabatt? Sei froh, dass du überhaupt die Chance hast, hier durchzukommen. 300 Lauftaler, so ist die Gebühr. Zahl's oder bleib auf deiner Seite der Brücke. Kein Verlust für uns. Dann komme ich später noch einmal wieder. Der ist ja ziemlich unfreundlich. Was für ein kleiner Halsabschneider. Aber ich kann mich nicht mit kleinen Kindern anlegen. Ich bin zu gutmütig. Das ist vernünftig, Jerry Hasenus. Ich muss einen Weg finden, über die Brücke zu kommen. Ohne ihn an einem Bein über das Brückengeländer zu halten. Um ihm eine Lektion zu erteilen. Obwohl... Jerry? Nee. Sei vernünftig. Er kriegt einfach mal einen Napfkuchen von uns, weil er gerade meint, dass er hungrig wäre. Das sieht aber nicht lecker aus. Hast du nicht was Süßes? Nachtisch? Du könntest diesen Lolli haben. Wie wäre es, wenn ich dir anstatt der horrenden Maut, Bauchgebühr diesen wunderschönen, kreisrunden, zuckersüßen, riesengroßen Dauerlutscher gebe? Ein guter Jahr, wie ich sehe. Sicher süßlich und sehr bärig im Abgang. Aber was ist dieser Nachgeruch? Was ist dieser Gestank? Nein, da kann ich mich unmöglich irren. Ist das ein zuckerfreier Dauerlutscher? Vielleicht. Das ist viel zu gesund. So etwas esse ich nicht. Nur weil er zuckerfrei ist, glaube ich nicht, dass er wirklich gesund ist. Darauf falle ich nicht rein. Dann muss ich wohl einen Weg finden, etwas Zuckrigeres zu finden. Sicherlich, ja. Aber ich habe ja sonst nichts dabei, außer diesem riesengroßen Stück Käse. So geht das nicht. Mit Geld bezahlt man hier. Und zwar dreistellige Beträge. Lass mich doch nicht so lange warten. Ich krieg schon wieder Hunger auf was Süßes. Okay. Gut zu wissen. Das haben wir schon gehabt. So ein kleiner Halsabschneider. Wo kriegen wir denn jetzt was Zuckriges her? Na, abgesehen von dem Napfküchlein. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Den Zapfern werde ich sicherlich noch beim Beerensaft brauchen. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Man muss ja alles ausprobieren, nicht wahr? Okay. Aber wo kriegen wir denn jetzt was Süßes her? Ich versuch's einfach nochmal am Rathaus. Da ich auch gerade eh nicht weiß, wo ich zu den Zwergen komme.
Hallo zusammen. Hallo Konrad. Uhu. Wir mussten unsere Vorräte gänzlich neu anlegen. Während der Evakuierung muss sich hier eine Krähe gütlich getan haben. Schon seit ein paar Monaten wird unser schönes Mauswald Opfer aggressiver Krähenangriffe. Diese das ist Krähen nicht gut. Sind wild, fast unfähig zu sprechen. Uhu. Eine sehr beunruhigende Situation. Das glaube ich dir aufs Wort. Maki, hast du vielleicht eine Idee? Nochmal hier wegen der Vorbereitung. Nochmal wegen meinen Vorbereitungen fürs Wipfelfest. Laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das Wipfelfest alleine treffen. Okay. Ich glaube, jetzt weiß ich genug. Ich mache mich dann mal wieder an die Arbeit. Viel Erfolg. Ja. Kleine Ursula. Jonathan. Kritik der unpraktischen Vernunft von Immanuel Katz. Naturkunde von Hildegard von Bienen. Wo tue ich das nur hin? Wie wäre es denn, wenn man die Bücher thematisch sortiert? Grübelstoff da, Naturzeug dort. Genau das tue ich. Hier liegen die mit einem roten Umschlag und dort drüben sollen die grünen hin. Sind Sie sich sicher, dass das eine gute Idee ist? Aber natürlich. So findet man sofort die roten Bücher, wenn man sie sucht. Grüne liest sowieso niemand. Komische Dinger. In Literarien gab's gar keine grünen Bücher. Uhu. Jonathan, da bist du nie gewesen. Doch, natürlich. Aber das war natürlich eine Lesereise. Wie du siehst, junger Mann, Jonathans Fähigkeiten im Sortieren sind ebenso grässlich wie sein Humor. Uhu. Lachen ist gesund. Das stimmt allerdings, ja. Aber was machen wir jetzt? Wir müssen ja irgendwas Süßes herkriegen. Wir haben aber nebenbei auch noch die Aufgabe, den Kobold zu stoppen. Wärmer? Ja, ich würde gerne den Käse da reinschmeißen. Nein. Noch. Vielleicht brennt der Kuchen ja ganz gut. Das muss nicht mit harten Kuchen beworfen werden. Okay. Dann gehen wir mal wieder raus. Und auch vorher... Na, ich glaube... Ein Tisch geformt wie ein dreiblättriges Kleeblatt. Das Kleeblatt hat eine besondere Bedeutung. Uhu. Es versinnbildlicht die Zusammenarbeit der drei ständigen Mitglieder des Mauswalder Stadtrates. Drei? Unser drittes Mitglied ist Hanna Maus. Sie ist seit der Evakuierung beim letzten Krähenangriff noch nicht zurückgekehrt. Stimmt, da war ja was. Okay. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal... Nein, ich werde die Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge werden wir dann weiter versuchen, für den unhöflichen kleinen Hubert, wie auch immer, etwas Süßes zu finden. Und vielleicht kriegen wir ja auch den Kobold noch zu fassen. Ja, das ist eine gute Idee. Bis dahin, auf dann, wie auch immer. Macht's gut. Tschüss.